Bevor wir uns die nächsten Tage den neuen Patch anschauen, der natürlich einige Änderungen mit sich bringen wird, ist es ganz wichtig, über unsere Erwartungshaltung bezüglich der kommenden Patches und vor allem bezüglich des nächsten Aktes zu sprechen, denn da hat sich Riot Games zu Wort gemeldet und darüber wird es heute hier in diesem Video gehen. Ja, moin Leute, Spool am Start mit einer weiteren Folge zu Valorant. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuesten Video hier bei mir auf meinem Kanal. Zuallererst, da ich die Frage in den Streams, auf Instagram und überall anders super oft gestellt bekomme, ja, der Night Market wird, soweit ich weiß, auf jeden Fall wiederkommen. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir immer so 20 bis 25 Tage mit dem Night Market Zeit haben. Für all die, die nicht wissen, was der Nachtmarkt ist, da gibt es rabattierte Skins. Hoffentlich dieses Mal auch welche, die man wirklich möchte. Damit ist das aber erstmal aus dem Weg, kommen wir also auf das neueste Video von Riot Games, das sie auf YouTube als auch auf Twitter hochgeladen haben, wo sie über die kommenden Updates sprechen. Und hierbei sind einige Sachen unfassbar wichtig. Well, first, and let's get it out of the way, there will be no new agent or map in Act 2. Zuallererst, wir werden keinen neuen Agenten und keine neue Karte mit dem Akt 2 der Season 4 erwarten dürfen. Das wird erstmal hinten angestellt und dafür gibt es auch verdammt gute Gründe. Anna Donlan, das ist im Endeffekt die Dame, die uns immer mit ihren Videos vom Riot Games Team kleine Updates gibt, die wird uns des Öfteren jetzt mit Videos informieren und zwar über Änderungen und über Updates, die uns bevorstehen. Aber viel wichtiger, und das ist ja auch eine Sache, die ich hier schon seit sehr, sehr langer Zeit predige, die wollen mit uns, mit der gesamten Community, mehr in Zusammenarbeit treten, denn sie brauchen am Ende des Tages unseren Input. Sie beginnt das Video damit, dass sie sagt, dass der aktuelle Zustand des Spiels so lala ist. Also das gesamte Entwicklerteam hat in den letzten Monaten seit Release von Valorant unfassbar viel Zeit investiert, um neue Karten rauszubringen, neue Agenten, neue Skins und an einigen kleineren Sachen gewerkelt. Aber der derzeitige Zustand von Valorant scheint nicht so gut zu sein, als dass sie jetzt einfach blind weiter Content pumpen möchten. Dankeschön, Riot Games. Das machen, und das muss ich an dieser Stelle sagen, einfach sehr, sehr wenige Entwickler. Was bedeutet das für uns? Sie hat ein paar Keywords genannt, über die ich mit euch ganz gerne kurz sprechen wollen würde. Und da seid ihr natürlich auch gefragt. Es soll wohl Möglichkeiten geben, das hat sie in einem Video erwähnt, dass wir mehr in Kontakt treten können über mehrere Kanäle. Also ich sehe da Discord, ich sehe YouTube, Twitter aber auch. Vielleicht sogar auf der Plattform selbst, also auf der Website, wird es Möglichkeiten geben, um Feedback zu geben. Am besten, und das hätte ich tatsächlich super gerne, wären Umfragen innerhalb des Spiels. Da, wo eben der Großteil der Spielerzahl am Ende wirklich am Start ist. Es soll sehr, sehr starke Agentenänderungen geben. Und da erwähnt sie natürlich zuallererst den guten Yoru. Da kennen wir ja schon einige Sachen. Ich habe ein Video dazu gemacht vor geraumer Zeit. Der ist immer noch nicht ganz fertig, aber wird dann zum Akt 2 auf jeden Fall seinen Rework bekommen. Und ich denke, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das heißt, sie nehmen sich etwas zurück, lassen neuen Content sein und versuchen sich erstmal darauf zu fokussieren, was aktuell angepasst werden muss. Und das würde auch meiner Meinung nach auf einige andere Agenten zutreffen. Wir können einfach mal einen Phoenix oder meinen Omen oder meinen Brimstone in den Raum werfen und ich denke, dass auch einige andere Agenten auf jeden Fall noch weitere Änderungen bekommen werden. Genauso wird es auch mit den Karten aussehen. Die hat sie auch nochmal explizit erwähnt. Sie will die bestehenden Maps nochmal grundlegend ändern, zumindest einige. Hier und da ein paar Änderungen, siehe Breeze, können ja am Ende Wunder bewirken. Das Spielerverhalten ist ein Thema, das, glaube ich, in jedem einzelnen Stream und in den Kommentaren unter jedem einzelnen Video Anklang findet. Menschen diskutieren darüber, wie schlecht die Playerbase von Riot Games spielen ist. Halten wir es einfach ganz kurz fest. League of Legends ist toxic und Valorant ist toxic as well. Und daran muss was geändert werden. Und das steht auf der To-Do-Liste von Riot Games auf jeden Fall sehr weit oben. Das heißt, hoffen wir einfach mal, dass dahingehend Änderungen passieren werden. Letztens erst wieder ein Feedback bekommen, dass jemand wirklich gebannt wurde für eine gewisse Zeit, weil er sich unfassbar schlecht verhalten hat. Es bringt was. Aber es muss mehr passieren. Und das erwarte ich persönlich auf jeden Fall dann ebenso in den nächsten Patches und bin sehr gespannt, in welche Richtung sich Valorant dann entwickelt. Vielleicht kriegen wir ja noch am Ende eine richtig geile, nette Community. Damit meine ich alle. Ja, euch sowieso. Ihr seid cool. Aber da draußen sind ganz viele. Dann wurde auf jeden Fall auch noch das Smurfen als auch das generelle AFK-Gehen, also das schlechte Spielverhalten, angesprochen. Das heißt, hier sprechen wir von wirklich Änderungen, die wir auch im vergangenen Video schon mal angesprochen haben, wo es jetzt Statistiken gibt und jetzt folgen die Taten. Was auch immer sie tun werden, ich gelobe Besserung und das werde ich auf jeden Fall gemeinsam mit euch im Auge behalten. Und last but not least, die Ranglistenerfahrung soll sich um Welten bessern. Was das genau bedeutet, das steht noch in den Sternen, aber ich glaube, viele von euch pausieren Valorant regelmäßig.
immer mal wieder wird reingeschaut und dann guckt man sich an, wie die Matches laufen. Und wenn ich dann im Stream jemanden habe, der sagt, ey, ich war 6 Monate nicht da, cool wieder in den Stream zu kommen. Ich habe übrigens am Wochenende meine ganzen Placements gemacht und von den 5 Matches, die ich gespielt habe, sind in 4 Matches die Leute AFK gegangen. Und in dem letzten Match, das haben wir zwar gewonnen, im Gegensatz zu den anderen 4, aber da wurde ich beleidigt. So ungefähr wird regelmäßig in den Streams genau das gespiegelt, was leider die Community am Ende des Tages aktuell ausmacht. Ob das jetzt am Druck vom Ranglistenmodus liegt, dass jeder das Gefühl hat, da nicht hinzugehören, wo er sich aktuell mit seinem Rang befindet und deswegen diese Wut und diese Verzweiflung aufkommt, weswegen man am Ende des Tages dann Leute flamet. Ich habe keine Ahnung, daran muss was geändert werden. Und ihr merkt schon, Änderungen sind vonnöten und deswegen finde ich es gut. Also es wird wahrscheinlich ganz normal Skins geben alle 2 Wochen und es wird auch einen neuen Battle Pass geben. Es wurde ja auch nochmal der Community Battle Pass erwähnt, da bin ich sehr gespannt, was uns erwarten wird. Und natürlich auf der anderen Seite auch den sogenannten Turniermodus innerhalb des Spiels. Sowas wie ungefähr Clash aus League of Legends. Und dann sprechen wir noch über das Cascade-Picking-System im Ranglistenmodus, dass du nicht mehr sofort Insta-locken kannst, sondern dass jeder vielleicht 20 Sekunden Zeit hat. Das sind alles ganz viele Faktoren, die über die Zukunft, über den Erfolg von Valorant Einfluss haben werden. Das muss man an der Stelle einfach mal so sagen. Was ich aber verdammt gut finde, ihr könnt wirklich zu 100% davon ausgehen, und so wirkt die Anna hier auf jeden Fall an der Stelle, wenn sie Änderungen bringen, wie das Cascade-Picking-System, ich habe mir das Video jetzt ein paar Mal angeschaut, Riot Games scheint Bock zu haben, unser Feedback mit aufzugreifen. Siehe die Ares, siehe Yoru, und es wird wahrscheinlich auch viele weitere Themen geben, die nochmal verändert werden. Nichts ist in Stein gemeißelt. Stellt euch vor, Split wird nochmal komplett geändert und alle schreien, nein, die Map war total cool, bitte verändert wieder, bla bla bla, ne? Und so weiter und so fort. Und dann werden sie, glaube ich, an der Stelle auch wieder mit anpacken. Ich bin auf euer Feedback gespannt, Leute. Lasst mich gerne wissen, was ihr für einen Feature an allererster Stelle sehen wollen würdet. Was muss sich eurer Meinung nach bei Valorant verändern? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ihr habt einen fantastischen Start in die Woche. Wir sehen uns dann vielleicht hoffentlich zum nächsten Video morgen wieder, wenn der nächste Patch ansteht. Vielleicht dauert er noch ein bisschen. Man weiß gerade aktuell nicht ganz so genau, wie der Hase läuft, aber wir werden uns auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Falls euch gefallen haben sollte, haut gerne einen dicken fetten Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video von mir zu Valorant und anderen Games verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten. Stay tuned. Das war's, Mogul. Und wir sehen uns in der nächsten Episode.